Wir freuen uns, dass Frau Doris Schmidt-Köpf nun die Siegerehrung vornehmen wird. Und es gibt einen Sieger. Das rote gegen das blaue Boot. Das rote Boot hat gewonnen. Aber nur ganz knapp. Ich übergebe nun an Frau Schröder-Köpf. Ja. Ja, zum einen möchte ich Sie sehr herzlich auch nochmal begrüßen hier an diesem wunderbaren sonnigen Tag. Ich habe großes Glück. Ich habe gehört, in den letzten Jahren war das nicht so schön, das Wetter. Und ich freue mich jetzt natürlich besonders, dass ich die Roten auszeichnen darf. Das kann man mir, glaube ich, nachsehen. Wo sind die denn? Die Roten auf die Bühne. Die Roten auf die Bühne, bitte. Oh, gratuliere. So, herzlichen Glückwunsch. Herzlichen Glückwunsch. Sehr schön, Sie bei den Roten, das ist ja ganz erstaunlich. Herzlichen Glückwunsch. Herzlichen Glückwunsch. Einigen sieht man es ja an, dass sie was gemacht haben, den anderen nicht so sehr. Wie kommt das? Diejenigen, die vorne sitzen, haben immer Vorteile, die machen die Hintermänner nass. Sie haben angeführt? Ja, genau. Okay, das konnte ich nicht so genau erkennen. Team, wir heute zwei Punkte. Ja, ja. So, dann gebe ich Ihnen mal das. Nochmal ein ganz herzlichen Applaus bitte für die Sieger des Rennens, die sich ins Ziel gepaddelt haben. Ja, so sehen Sieger aus. Ja, stimmt. Aber klasse, hat sich doch gelohnt. Ja, genau. Aber erstmal aus dem Dunkeln. Und nun bitten wir natürlich auch noch das blaue Boot zu uns auf die Bühne. Das blaue Boot bitte noch einmal zu uns auf die Bühne. Es gibt ja natürlich keine Verlierer, sondern nur zweite Sieger. Und auch nochmal für das blaue Boot einen ganz herzlichen Applaus. Ach, da kommen noch die letzten Nachzügler quasi des roten Bootes. Einmal ein Foto mit Herrn Holbein, alle zusammen. Und ein Foto zusammen mit Werner Holbein und Frau Doris Schröder-Köpf. Möchten Sie noch ein bisschen hier rüberrücken? Noch ein bisschen in die Mitte? Das wäre perfekt. Ach, dann. So lange kann ich gar nicht lachen. Vielen Dank für das Foto. Nun freuen wir uns noch, eine Person aus dem blauen Boot zu interviewen. Ja, liebe Anwesende, ich möchte die Gelegenheit nutzen, um zu sagen, es gibt Unterschiede im Kanusport und im Rudersport. Wir Kanuten, wir paddeln. Wir fahren vorwärts, im Gegensatz zu den Ruderern, die rudern und fahren rückwärts. Herzlichen Dank. Super. Die Sieger sind also ins Ziel gepaddelt. Frau Doris Schröder-Köpf, wie empfinden Sie den heutigen Tag? Was verbinden Sie mit unserer Veranstaltung? Ich habe über viele Jahre ja verfolgt, wie das immer größer wurde, die Veranstaltung, wie sie immer mehr Aufmerksamkeit erfahren hat und habe mich immer daran gefreut. Und ich bin froh, dass ich heute teilnehmen kann. Ich denke, Sie haben ein wunderbares Projekt. Und ich glaube, dass jetzt Russland dieses Jahr sozusagen im Zentrum der Aufmerksamkeit steht, ist 70 Jahre nach Kriegsende ein wirklich gutes Signal und dass es jetzt zeitlich so zusammenfällt, das empfinde ich als sehr schön. Vielen Dank.
Werner Holbein? Das sehe ich ebenfalls so, dass die Termine so sich überlappen und dass das so zusammenpasst. Das ist, denke ich mal, für uns alle ein Geschenk. Der Himmel spielt auch mit. Wir haben nette Gäste aus Tumen da und die uns die Veranstaltung auch bereichern, helfen. Ich habe sie schon mehrere Tage kennenlernen können und mit denen zusammen vieles erlebt. Also sehr angenehme, tolle Menschen, muss ich sagen. Und es hat mir wirklich viel Freude gemacht. Hat mir wirklich sehr viel Freude gemacht. Ich kann es nur wiederholen. Lieber Werner, Frau Schröder-Köpf, vielen lieben Dank. Wir freuen uns nun, auch in Ihrem Namen unser Kulturprogramm eröffnen zu dürfen. Wir haben ein ganz spannendes Programm für Sie vorbereitet. Wie Sie hier vor uns sehen können, sind bereits die Ballettschule, Falgin versammelt. Wir werden nun ein tolles Programm Ihnen offerieren. Schauen Sie zur Bühne, lassen Sie sich begeistern und genießen Sie mit uns das schöne Wetter. Dankeschön. Vielen Dank.